Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zum Projekt Gabionhang bauen. Ich habe in den letzten Wochen den Hang mit dem Bagger zurückgebaut und bereits damit begonnen, die Steinkörbe zu stellen. Wie ich diese Steinkörbe zusammengebaut habe, wie ich sie hier aufgestellt und miteinander verbunden habe, das seht ihr gleich. Bleibt dran! Doch kommen wir nun zum Aufbau der Gabionen. Wie ihr schon im ersten Video gesehen habt, kam alles fein säuberlich auf einer einzigen Palette. So sieht es aus, 30 Stück. 1 Meter breit, 1 Meter hoch, 50 cm in der Tiefe. Die Rückseiten und Seitenfenster haben die Weitemaschung. Und wenn ihr jetzt hier durchschaut, seht ihr es weiter unten dann schon, die Vorderseite hat die enge Maschung. Ich werde diese Körbe jetzt zunächst vormontieren und anschließend dann unten in meinem Matschgraben zusammenbauen. Bevor ich die Gabion aufbauen kann, muss ich natürlich erst einmal die Palette leerräumen, weil ganz unten findet ihr die Gitter mit der Engmaschung 10 x 5 cm. Das heißt, auch kleinere Steine können hier verfüllt werden, ohne dass diese rausfallen. Dann ist in der Mitte gelagert gewesen zweimal der Stapel mit den Seitenteilen, Bodenteilen und Deckeln. Die haben die große Abmessung. Dann die Rückseiten. 10 x 10 hier die Abmaßung. Ja, da hinten seht ihr den zweiten Stapel. Und hier sind die Spiralen, um das Ganze dann miteinander zu verbinden. Auch das jede Menge Pakete, wirklich sehr gut zusammengepackt, da kann ich nicht meckern. Und dann noch die Abstandshalter. Die werde ich aber erst zum Schluss einbauen, wenn die Körbe an der richtigen Position stehen. Die sorgen dann später dafür, dass die Körbe nicht ausbeulen oder ausbauchen. So, bevor ich meine Körbe zusammenbaue, möchte ich anhand einer einzelnen Gabione euch zeigen, wie ihr diese leicht und bequem zusammenbauen könnt. Ich habe jetzt hier ein Grundgerüst aufgelegt. Ich hoffe, man kann es erkennen auf dem Untergrund, aber durch den Regen bin ich gezwungen, hier auf den Carport auszuweichen. Ihr habt das Bodenteil hier in der Mitte, das Seitenteil schmal 1, Seitenteil schmal 2, Rückwand, Vorderwand. Obendrauf würde dann noch der Deckel kommen, den habe ich hier an der Seite stehen. Und was ihr dafür braucht, sind diese einzelnen Spiralen. Das Licht wieder an. So. Die Spiralen werden jetzt einfach hier reingedreht und um dann zu schauen, wie man das am besten hinbekommt, mache ich eins. Ich nehme jetzt diese Vorderseite. Ja, das seht ihr, das ist auch leicht gebogen vom Transport, das macht aber nichts. Und ich habe für meine Gabion entschieden, dass ich die Querstreifen auf der Außenseite haben will und die Längsstreifen auf der Innenseite. Anschließend nehme ich eins dieser Seitenteile, stelle die jetzt so nebeneinander. Und dann beginnt ihr einfach, indem ihr diese Strebe, diese Spirale eindreht. Ja, das könnt ihr dann zum einen, indem ihr das Ganze hier so dreht, oder ihr drückt einfach hier oben drauf, ja, mit etwas Druck, dann rutscht die Spirale von ganz alleine. So, und da müsst ihr aufpassen, dass es wirklich auch immer reingeht. Notfalls mit einer Zange das Ganze zusammenhalten, damit es besser hält. Dann nehme ich die zweite Spirale, nehme die Rückwand, stelle die ebenso hierher. Auch hier das Ganze zusammenhalten, Spirale eindrehen. So, und sinnvoll ist ein ebener Untergrund. Ihr merkt es schon hier. Funktioniert nicht immer so schön, wie man sich das vorstellt. Aber mit ein bisschen Übung geht das eigentlich ganz gut. So, den drehe ich jetzt auch durch bis zum Boden. Ihr seht, wenn ich das loslasse hier, geht es sogar relativ einfach. Nächste. Diese Seitenwand lasse ich erstmal weg. Drehe mir das Ganze jetzt um.
und kümmere mich um das Bodenteil. Das wird jetzt ebenso hier einfach angesetzt. Auch hier eingedreht. So, dann hält das schon von alleine. Ja, ihr merkt, da ist hier auch noch Spiel. Das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben mit dem Spiel, macht aber nichts. Spätestens mit der Füllung kommt dann die Stabilität, wie sie nötig ist. Dadurch, dass ich meine Körbe hier oben im geschützten Bereich zusammenbaue und die dann runtertrage, ist natürlich noch etwas Spiel. Das seht ihr jetzt hier unten zum Beispiel, da ist noch eine leichte Lücke. Ihr könnt, wenn ihr mögt, auch hier zum Beispiel einfach einen Kabelbinder mit reinbringen als Verbinder. Dann ist das Ganze deutlich stabiler beim Transport oder beim Zusammenbau. Der Kabelbinder wird eine ganze Weile lang halten. Ja, Plastik verrottet nicht. Und gegebenenfalls könnt ihr die ja hinterher wieder rausschneiden, wenn sie euch stören. Also wenn die Spiralen einmal drunter sind, hält das Ganze ja auch. Also empfehlenswert auf jeden Fall ein ebener Untergrund zum Arbeiten. Wenn zu viel Spannung drauf ist, vorneweg mit einem Kabelbinder befestigen. Oder ihr nehmt einfach eine Zange, drückt das Ganze zusammen, geht auch. So, und im Großen und Ganzen habt ihr jetzt praktisch den Korb hier schon soweit fertig. Ja. Achtet drauf, wenn ihr das Ganze jetzt dreht und schwenkt, wie auch immer, wenn ihr da eine gewisse Synchronität haben wollt oder Gleichmäßigkeit, dass die Spiralen letztendlich dann wirklich auch mal von der gleichen Seite kommen. Diese Teile werden dann ebenfalls verbunden. Dafür nehmt ihr dann die kurzen Spiralen. Na, ihr seht, einfach einwickeln, das geht relativ einfach hier. Dann ist hier schon die Stabilität drinne. Hier das gleiche Spiel. Handschuhe solltet ihr anziehen. Das Ganze hier färbt doch ab. So, da habe ich die Gabione jetzt hier stehen. Das Seitenteil hier an der Seite fehlt noch. Hier wird jetzt eins kommen. Das kommt so dran. Von oben die beiden langen Spiralen nochmal rein. Und dann hier oben einmal quer und unten einmal quer ebenfalls die kurze Spirale. Und dann habt ihr den Korb an sich fertig. Die Abstandshalter kommen auch noch dazu. Das sind pro Korb für dieses Modell vorgesehen 4 Stück. Das heißt einmal hier
und hier miteinander verbinden und dann eben hier unten nochmal in diesem Bereich. Das ist aber in der Anleitung dann relativ gut beschrieben, wo die hinkommen sollten. Manchmal auch ein bisschen Gefühlssache, wenn ihr da Steine drunter habt, die da doch stark wollen und ähnliches. Seid ihr relativ flexibel. Habt ihr einen Außenbereich, bietet sich auch an, so eine Strebe praktisch von hier diagonal durchzusetzen, um ein Ausbeulen in diese Richtung zu vermeiden. Weiter mache ich an der Stelle nicht, ganz einfach aus dem Grund, diese Gabione will ja auch noch befüllt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Seitenteil dran habe, möchte ich ja hier auch Steine reinfüllen und das heißt dann, ich müsste diesen Deckel wieder aufklappen. Ja, das heißt, ihr baut ja alles zusammen und spätestens beim Befüllen müsst ihr das wieder aufmachen. In dem Fall dreht ihr das Ganze dann raus. Das geht dann meistens etwas schwieriger, weil dann schon Spannung drauf ist. Ja, so. Dann noch den Seitenteil hier raus. So, und wenn ihr das Ganze dann befüllen wollt, klappt ihr das Ding um, setzt eure Steine, werft sie rein, schüttet sie rein, stapelt sie rein. Das sehen wir dann später, also zumindest zeige ich euch das dann später, wenn ich meine Gabionen befülle, wie ich das tue und mache. Dann kommen die Streben rein, die neuen Steine rein und ganz am Ende wird das Ganze wieder verschlossen. Wenn ihr eine zweite Lage draufsetzt, also nochmal einen Meter oder einen 50er Korb obendrauf, ist ja auch möglich, dann müsst ihr halt beachten, dass die neuen Seitenteile, die hier bündig abschließen, eben mit einer Spirale ebenfalls mit verbunden werden. Das heißt, ihr hättet dann hier schon wieder eine Dreierkombi. Ja, das Seitenteil hier, Deckel hier und das neue Seitenteil, was hier hochwärts geht, müsste dann mit dieser einen Spirale verbunden werden. Achtet auch darauf, wenn ihr das Ganze als endlos setzt, dass die Seitenteile, die dann hier unten kommen, ich zeige euch kurz, was ich meine, dieses, würde ja dann hier liegen. Das heißt, hier kommt ja noch ein Korb, ne? Noch eine Rückwand, eine Vorderwand. Und das heißt, diese Spirale, die ich hier drunter habe, die im Moment ja nur den Boden hier und das Seitenteil hier miteinander verbinden, muss ich wieder herausdrehen, ja, den wieder rausmachen und anschließend so reindrehen, dass diese drei Gitter miteinander verbunden sind. Ihr habt dann wirklich eine Endlosreihe, die ihr damit bauen könnt. Das sollte idealerweise direkt vor Ort zusammengebaut werden, um die doppelte Arbeit zu sparen. Ich für meinen Teil mache das nicht. Ich baue meine Körbe jetzt erstmal grob zusammen, einfach hier im geschützten Bereich, weil das Regenwetter hat mir da unten wirklich die ganze Erde dermaßen aufgeweicht. Das ist einfach kein schönes Arbeiten. Aber ich hoffe, euch damit erstmal einen kleinen Überblick gegeben zu haben, wie grundsätzlich eine solche Spiralgabione aufgebaut werden kann und sollte. Nochmal ein kurzer Blick. So schaut denn der Korb aus, wenn er komplett verstrebt ist. Also nur die Abstandshalter fehlen jetzt in dem Fall. Und wenn alle Streben drin sind, dann ist es so, ich packe mal links und rechts. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Das ist wirklich robust, stabil, das hält sehr, sehr gut. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch zu den Kanten und Ecken, die ihr jetzt hier habt. Ihr seht, dass das Spiralende hier etwas übersteht, das etwas seitlich wegklappt. Dieses hier doch relativ gut ausschaut von der Art und Position. Hier habt ihr zwei, die gegeneinander laufen. Kann man dahingehend verhindern, indem man eben dann darauf achtet, dass man das von dort reinbringt, aber dann wird es da wieder anstoßen, also so viel ändert es gar nicht. Wenn der Korb an der finalen Position ist und ihr sagt, okay, das war's, so ist das ganze Ding fertig, dann nehmt ihr einfach eine Zange und dann könnt ihr diesen Bereich hier entsprechend mit einbiegen, umbiegen dahin, wo ihr sagt, optisch gefällt mir das, optisch möchte ich das gern verlassen. Ich denke, rein von der Statik, von der Funktion her macht es keinen Unterschied. Funktioniert alles, aber jetzt nur der Optik wegen mit der Zange einfach das Ganze einbringen.
ersten 6 Körbe habe ich fertig. Was ihr jetzt hier sehen könnt, ist, dass ich aus 2 Körben bereits ein L-Stück gemacht habe. Das heißt, von der Front aus möchte ich an die Deko-Gabione, die ihr schon gesehen habt, kommt dieses Teil quer davor und dann geht in dieser Länge nach die eigentliche Gabionenwand los. Zu dem Zweck habe ich jetzt hier schon einen Dreierverbinder eingebracht. Das heißt, ihr habt jetzt hier 3 Gabionen mit einer Spirale, also 3 Seitenteile mit einer Spirale. Dann hier mittendrin eine weitere Spirale und unten habe ich jetzt auch schon die Querspirale eingebracht. Das heißt, dieses Teil an sich ist soweit fertig, da fehlen jetzt nur noch die Deckel. Darüber hinaus habe ich noch diese 4 anderen Körbe soweit vorbereitet. Viel mehr mache ich hier aber gar nicht. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum fehlen da unten jetzt zum Beispiel die Seitenteile und ähnliches. Ganz einfach aus dem Grunde, wenn ich das jetzt an der Endposition wieder zusammen mache, dann ist es so, dass ich diese Spirale hier wieder rausdrehen muss, weil das Ganze ja hier eine Dreierkombi wieder werden wird. Also die 3 Teile werden wieder miteinander verbunden. Das Ganze hier hat eigentlich nur den Zweck, dass die Körbe vorbereitet sind und ich nicht da unten in diesen Motter arbeiten muss. Also wenn der Regen jetzt ein paar Tage später gekommen wäre, hätte ich das einfach vor Ort dann am Stück zusammengebaut. In dem Rahmen, ja, bereite ich das jetzt hier vor. Nehme auch gerne die doppelte Arbeit in Kauf, dass ich die Spiralen zum Teil wieder rausdrehen muss. Dann kommen ja hier unten auch noch die Verbinder rein. Die sind im Moment noch nicht da. Das seht ihr, das ist hier etwas wackelig, noch offen. Und das Ganze zieht sich ja dann über die restlichen Körbe durch. Ich werde dennoch jetzt schon mal die Gummistiefel anziehen, unten die Fläche etwas weiter vorbereiten und die ersten Körbe platzieren. Die ersten 7 Körbe habe ich gestellt, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe hier vorne den Bereich jetzt nochmal mit der Hand etwas ausgekoffert, um wirklich an meine Deko-Gabione hier direkt ranzukommen. Die Flucht stimmt noch nicht. Das richte ich dann erst aus, wenn ich alle Körbe zusammen habe. Aber die Spiralen sind überall drin, wie ihr sehen könnt. Ja, an einigen Stellen hier muss ich noch ein bisschen nachjustieren. Aber wenn ihr euch den Boden hier anguckt, das ist wirklich kein schönes Arbeiten. Aber soweit wie es heute noch geht, werde ich die Gabionen hier rumziehen. Bis hier vorne. Und anschließend erstmal in der Flucht ausrichten, so wie ich sie brauche. Und dann im Lot. Und hierzu mache ich eins. Ich habe zwar mit dem Bagger die Fläche hier relativ gerade abgezogen, also das passt schon. 10 cm wollen wir uns hier nicht streiten. Aber damit die Körbe dann in sich gerade stehen, vielleicht eher noch ein bisschen nach hinten weggehen, verwende ich Kies. Verlegesplit oder Verlegekies. Und da hat den Vorteil, dass ich hier einfach mit einem Eimer den Kies an die Kantenstellen unten kippen kann und kann dann die Gabionen so einrütteln, wie ich sie brauche. Also ich muss dann kein flächiges Fundament hier aufbringen, sondern einfach nur punktweise an die Kanten jetzt hier unten, also an diese Stücken, bringe ich den Kies auf, rüttel mir die Gabionen dahin, wo sie hin sollen und dann reicht das auch schon. Im unteren Bereich fülle ich das Ganze mit Frostschutz auf, eine kleine Lage. Die fällt dann zwischen den Gittern unten durch. Und der Boden an sich, auch wenn es jetzt nicht so aussehen mag, das ist gewachsener Boden, also direkt hier unten drunter, hart wie Beton. Nur die oberste Schicht hat der Regen heute Nacht aufgeweicht. So viel an der Stelle. Jetzt geht es erstmal weiter mit der Schlammschlacht und den weiteren Körben. Mal sehen, wie weit ich heute noch rumkomme. Der erste Teil der Gabion ist fertig. Auch ich bin fertig für heute. Es ist doch sehr anstrengend, in diesem Matsch und Schlamm zu arbeiten. Ja, also. Aber ich habe es geschafft und an der Stelle, ich hoffe, man kann das gut erkennen, die Gabion habe ich jetzt so weit wie möglich an den Hang gerückt. Teilweise auch schon etwas untergebaut, damit das Gefälle zum Hang hin zeigt. Soll ja die Last später mal abfangen. Ja, hier.
muss nochmal nachgedrückt werden. Das sieht im Moment etwas kantig aus, aber wenn das dann gefüllt ist mit Steinen, kommt eine schöne Rundung zustande. Und durch diesen Matsch war es natürlich auch nicht so einfach, hier irgendwo die Gabionen miteinander zu verbinden. Deswegen bin ich dann dazu übergegangen, das könnt ihr vielleicht hier oder kennen, und habe an markanten Stellen hier oder dann da drinnen die von mir schon vormontierten Gabionen zusätzlich mit Kabelbindern fixiert, um einfach das Spiel von diesen Spiralen deutlich zu verringern, damit das gut ineinander stückelt. Bis hierher um die Kurve rum habe ich gut und gern noch 4 bis 5 Meter, also 4 bis 5 Stück. Allerdings der Baum, der muss vorher weg, wenn der hier runterfällt, der macht mir sonst alles kaputt. Ich denke, man kann die Rundung gut erkennen. Im nächsten Schritt werde ich dann von hinten ein Vlies anbringen, damit keine Erde durchkommt. Zusätzlich die Leerrohre für Strom, für Wasser, alles das, was man später vielleicht mal brauchen könnte. Noch ein KG-Rohr mit rein, habe ich alles noch da. Und dann werde ich, wie hier, wo ich das Ganze jetzt schon etwas ausgerichtet habe, einfach den Kies, ja, von diesem Berg hier vorne, werde ich jetzt hier einfach draufschütten, werde das Ganze einfach einrütteln, verdichten, und dann wird der untere Bereich hier mit Frostschutz aufgefüllt. Denn hier unten drunter, das ist wirklich zwar sehr, sehr matschig, aber gewachsener Boden, da muss ich hier nichts befestigen, weder Fundament noch auskoffern noch sonstiges. Ich hoffe, dass es die nächsten Tage trocken bleibt und ich euch dann weiter mitnehmen kann. Aber für heute erstmal Pause.